Sie haben Großes geleistet. Sie haben Demokratie und Wissenschaft vorangebracht. Und dennoch kennt kaum jemand ihren Namen. Die vergessenen Heldinnen der deutschen Geschichte. Heute Gisela Wasilewski. Wir schreiben das Jahr 1951 im Sauerland. Gisela Wasilewski betreibt mit ihrem Mann das Landhotel zur Post. Das Hotel läuft gut. Zu gut. So. Hartmut! Gleich! Wir sind aber jetzt ausgebucht, nicht gleich. So, Sie gehen bitte den Gang durch, bis zur Treppe und dann den ersten Stock hoch, ne? Hartmut! Gleich! Gibt doch nicht mit dieser Scheiße. Hartmut! Gisela Wasilewski arbeitet Tag und Nacht, um den großen Andrang auf ihr Hotel alleine stemmen zu können. Auf dem Höhepunkt ihrer Überarbeitung bekommt sie dann auch noch schicksalhaften Besuch. Tschüss. Ostermeier vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihr Haus mit sofortiger Wirkung einen Stern verliehen bekommt. Nein, nein, das geht nicht. Da kommen ja noch mehr Leute. Hartmut! Die plötzliche Sternebewertung ihres Hotels bedeutet für Gisela Wasilewski noch mehr Arbeit. Beate, ich kann einfach nicht mehr. Das Hotel läuft viel zu gut. Ich verstehe auch gar nicht, warum. So schön ist es hier doch gar nicht. Ich leere schon extra immer die kleinen Mülleimer im Bad nicht. Die Leute kommen trotzdem. Die alten Tricks funktionieren nicht mehr. Ja, keine Sorge. Ich bin an was Neuem dran. Ja, wir hören uns, Beate. Tschö. Das ist es. Hartmut! Gleich! Gisela Wasilewski macht aus der Not eine Tugend und erfindet den bis in die heutige Zeit unbeliebten Bettschal. Ein Schlafzimmertextil ohne jeglichen Sinn und Zweck. Perfekt. Igitt, was ist das denn für eine Bakterienschleuder? Und dann auch noch so schwer. Was soll das denn? Ach, ekelhaft. Man hat quasi die normale, frisch gewaschene Hotelbettwäsche. Und darauf legt man dann eine zweite, schmale, sehr schwere Decke, die nie gewaschen wird. Darauf muss man erstmal kommen. Mit der Erfindung des Bettschals erreicht Gisela Wasilewski genau das, was sie wollte. Die Gäste ärgern sich über die nutzlose, unhygienische Decke und die Buchungen gehen zurück. In einem Quadratmillimeter Bettschal haben wir Krankheitserreger gefunden, von denen wir dachten, sie seien schon längst ausgerottet. Mein Kollege ist kurz danach an der Pest verstorben. Ich bin der Bachelor, nicht der Bettschal. Das lange, dünne Stoffding auf dem Bett? Ich hab das immer als Unterlage benutzt, wenn ich mir die Hornhaut von den Füßen geraspelt habe. Das ist doch dafür gedacht, oder nicht? Mit der Erfindung des Bettschals hat Gisela Wasilewski 1951 Geschichte geschrieben. Jetzt liegt es an uns, ihr Vermächtnis zu bewahren.